何？Digga. Was geht da? was geht? Leute, ich freue mich. Nabila, ich freue mich, Digga. Ich habe so vieles zu erzählen. Erstmal, wie ist dieser Hintergrund? Wie sieht diese Bar jetzt aus? Sei mal ehrlich, bitte. Ich weiß, ich habe da oben ein paar Ecken doch nicht voll gemacht, aber die Bar wird noch komplett angemalt. Dann sieht die noch geiler aus. Mein Stuhl ist zu weit unten. Ich bin klein und so, weißt du? Okay, ihr müsst mir nicht sagen, dass ich 1,63 bin. Ich hab's verstanden. Es ist passiert. Am Monaco. 24 Tim. Ich habe vor ein paar Monaten, glaube ich, ein Video gegen ihn gemacht. Boah, wie lange ist schon her, Aslan? Er war ein Opfer des Adventskalenders. Ich habe viele Kommentare gelesen. Viele davon sind Zuschauer von ihm. Wieso hatest du ihn? Er ist so süß. Ich möchte ihn einen Lutsch. Oh, oh mein Gott, er ist so geil. Bitte lass mich deine lutschen. Bitte. Oh. Ich würde jetzt den Lukas Riga-Skit einblenden oder eins machen, aber ich habe halt wirklich gar keinen Bock und es lohnt sich nicht für diesen 24-Oros-Book. Naja, egal, bevor das anfängt, wie gesagt, dieser Hintergrund wird noch ein bisschen bearbeitet. Wie ist das? Beruhigt euch, ich bin noch dabei. Etwas noch Geileres ist passiert. Amuna Köln. Herrtin Finn, Grüße gehen raus an dich, mein Bruder. Ich küsse deine Nasenhaare. Teste Produkte von Influencern heute. Endlich. Das Deo von Mustihaft. Wir haben hier ein Unisex-Deo, also für Frauen und Männer. Bin auf jeden Fall gespannt, ob das gut riechen kann. Hat auf mein Deo reagiert. Und weißt du, was mir wichtiger ist? Er ist Allmann. Das heißt, er ist ehrlich. Bruder, er ist Deutscher, er ist ehrlich. Jungs und Mädels. Kennt ihr das? Ich habe hier so Kanaken, ich gebe denen so mein Deo, die machen ein bisschen, das riecht gut, Bruder. Aber du weißt nicht, sagen die das nur, weil Kanaken und so? Oder sind die ehrlich, so weißt du? Aber er ist Deutscher, er muss ehrlich sein. Bruder, ich habe 4 von 5 Sternen bekommen. Ich hab's geschafft, Amina, Freunde. Ich hab's geschafft, Digga. 4 von 5 Sterne von einem Armband, Bruder. Walla, ich bin zufrieden, Bruder. Herrn Finn, Bruder, wenn du irgendwas brauchst, mein Bruderherz, sag einfach. Walla, sag einfach Bescheid, Bruder. Irgendwas, egal was. Küss doch dein Auge, Digga. Naja, egal. 24 Autospur hat ein neues Musikvideo rausgehauen. Ich hab gesehen, Platz 1 in den Trends. Amina, komm, scheiß mal da drauf. 2 Millionen Aufrufe in einem Tag. Das ist behindert. Ich war genau hier, als das Musikvideo rausgekommen ist, tamam? Ich war genau hier und ich dachte mir, Digga, soll ich das jetzt drehen? Soll ich jetzt drehen? Es war halt 0 Uhr, ne? Immer diese, ich muss mein Musikvideo um 23:59 Uhr posten. Immer diese ADHS, ein auf Musiker und sonst was, aber in Wirklichkeit Autospur einfach. 24 Tim, ich hasse dich, du weißt es. Das heißt also, ich werde nicht so besonders nett auf dein Musikvideo reagieren. Ich habe ja ein paar Snippets. Möcher ist mein Ding. Ich bin nicht dein Bro. Ich bin Otis Butcher. Auf jeden Fall, über den 24 Tim, bevor wir uns das Musikvideo angucken, tamam? Da gibt es noch ein paar Sachen, die ich gerne ansprechen würde. Wieso habe ich das nicht in dem Adventskalender-Video eingebaut? Aber egal. Erstens das Oma-Thema, tamam? Oma ist heilig, Bro. 24 Tim hat ein... Kann man Nacktbild sagen? Ja doch, kann man Nacktbild sagen. Ein Nacktbild von ihm und seiner Oma hochgeladen. Zusammen, wo die auf einem Balkon sind. Diesen hier machen. Warte, sieht man meinen Arsch? Diesen hier machen und dabei, man sieht, also wirklich, die sind komplett frei. Die Oma auch oben komplett frei und unten komplett frei. Und er genauso. What the fuck? Das ist ja Inzest auf anderem Niveau. Ja, Bruder, ihr seht, ich reg mich gar nicht mehr auf. Weißt du, weil ich bin das sowas von gewohnt einfach von Deutschland, von TikTok Deutschland. Es ist einfach normal geworden, mit seiner Oma Nacktbilder hochzuladen. Walla, wieder. Ich werde das auch gar nicht hier einblenden. Ich will jetzt nicht angezeigt werden von 24 Autospur oder so. Aber egal, ich habe letztens so ein Video gesehen. Warte, ich muss ganz kurz mit euch über dieses Video reden, Tamam. Hi Leute, das ist Nadja. Nadja lebt aktuell in einer Wohnung, die voller Schimmel ist. Ja. Möchte sich was Neues leisten, erlauben. Sie ist 32 Jahre alt, schon lange eine Zuschauerin von mir. Ich habe sie jetzt schon mehrmals in Köln getroffen. Und ich dachte mir, weil ich dir das erfüllen möchte, dass du eine neue Wohnung kriegst. Und ich dachte mir... Ohne Schimmel. Kriegst du jetzt von mir 400 Euro. Du bist verrückt. 400. Und ich bin ja verrückt. Ich kann nicht alles geben. Wie er das Geld so einzeln in die Hand legt. So, guck mal. Walla, ihr müsst gucken. So, hier, das ist echt Geld, Bruder. Guck mal, 50
100, 105. Aber ich hoffe, hoffe, dass du dir damit eine neue Zukunft ermöglichen kannst. Du bist ja verrückt. Alles gut, ich hab das nur wegen euch. Wieso habe ich das Gefühl, das ist das erste Mal, dass er seinen Zuschauern irgendwas gegeben hat? Das sind 400 Euro? Du kleiner Wichser, ich weiß, wie viel du verdienst. Ich weiß nicht genau, aber ich weiß, dass du fünffach so viel verdienst wie ich, tamam? Kleiner Wichser, Digga, ich weiß es. Und weißt du, warum ich weiß, dass es wahrscheinlich das einzige und erste Mal war? Weil er jeden Scheiß postet. Hab ich recht oder nicht? Seid mir ehrlich, bitte. Ich meine, ich rede gerade von jemandem, der auf TikTok ein Video hochlädt, weil er ein paar Probleme mit seinem Auto hat. Problem ist nur, wenn ich das Auto anmachen will, springt es nicht an. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, wen ich anrufen muss, ob mir hier jemand helfen kann. Also, ihr seht schon, er muss jede Scheiße, wirklich jede Scheiße aufnehmen. Wollt ihr mich verarschen? Ah, du brauchst Geld? Tamam, okay, warte, ich stell kurz Handy auf, wir machen ein Video daraus, weißt du? Damit meine Zuschauer sehen, dass ich zurückgebe und so. Tamam, warte ganz kurz, ich stell erstmal Kamera hin. Falls irgendwie irgendjemand, Nadja, ihr Instagram oder sonst was hat, Walla, die sollen mir das rüberschicken. Ich gebe von mir selber aus, Bruder, ohne aufzunehmen, ohne gar nichts zu machen, weil ich keinen... egal, tamam, irgendjemand soll mir einfach rüberschicken, tamam, okay, egal. Dann werde ich in dem Video über ihn fertig gemacht. Er ist doch so süß, wie kannst du? Halt deine verfickte Fresse, du kleine verfickte Missgeburt. Fuck mich nicht ab, geh weiter Playmobil spielen, du kleine verfickte Tochter. Oh, okay, es geht schon sehr gut los. Also, Bruder, ich bin ja übelst jetzt gehypt auf Bling Bling. Ich bin nicht dein Bro, ich bin 24 Orospu Chojo. Gucken's an, let's go. Achtung, Durchsage. Das hier geht an alle Menschen da draußen, die meinen immer noch mich und alle anderen in Schubladen stecken zu müssen. Man muss nur eine Sache sagen, die Qualität ist echt gut, Hammer. Das ist wahrscheinlich das einzige Kompliment, was ich dir gebe. Let's go. Walla, halt einfach deine Fresse. Fingernägel Gold, steh auf Bling Bling. Cappy Ralf Lauren. Fuck. Es ist ja schlimmer als ich dachte. What the fuck ist das? Oder so ein Bullshit habe ich nicht erwartet. Das wird keine gute Folge. Ich weiß es, fett. Digga, er ist ja anders fett. Bruder, hab ich gerade. Nein, also what the fuck? Nein, holy shit. Und nein, ich bin immer noch nicht homophob. Verdammte Scheiße, ich weiß ja nicht, ob er schwul ist. Und selbst wenn er homosexuell ist, ich habe schon in dem Video über 24 Tim, in dem Kalendervideo, gesagt, warum ich es komisch finde, wenn er ein Kleid trägt. Walla, ich muss mich nicht rechtfertigen. What the fuck, guck ihn dir an. Lauf meinen Tag in meinen Schuhen. Brillis sind am Start, Leute gucken. Bin ein bisschen wenig aus Zucker. An diese Jungs an diesem Tisch, Mario Novembro und die anderen, das war, ich bin sowas von enttäuscht. Wenn Noah ist da, glaube ich, auch dabei, ich glaube, so heißt er. Anders enttäuscht von euch, Walla Bila. Er hat sich sogar noch anfassen lassen. Bruder, Chef for 24 Autos beschreibt dir einfach, ey, sei mal in meinem Musikvideo dabei. Auf einmal, er steht einfach mit dir vor Kleid. Sein Chill hängt da noch raus. Du siehst noch sein Chill unter seinem Kleid. Das Video geht ja 4 Minuten, what the... Gold, steh auf Bling Bling. Cappy Ralf Lauren, Farbe Pink. Halt deine verfickte Fresse. Fresh Nails ist mein Ding Ding. Tamam, wir haben es verstanden. Ich bin nicht dein Bro, ich bin dein. Tamam, okay. Meine Fresse, Digga. Er wiederholt es auch auf 20. Mal. Jetzt weiß ich, warum das Video 4 Minuten geht. Komm aus dem Nichts, Katja auf Wish. Nenn mich wie du willst, doch ich bin ne Bad Bitch. Ah ja, Katja. Ah ja. Die muss natürlich ihre Finger mit dem Spiel haben, ne? Katja, ne? Ich gebe nen Fick. Spiel mit deinem Dick, Community strong. Oh mein Gott, er hat getrackt. Du kleiner Sohn. Verfickter wegen dir. Ich muss wieder so viel zensieren, habt ihr gesehen, wie er getrackt hat. Oh, fuck. Ich glaube, es ist Haram. Also, Bruder. Schau, Digga, mein Outfit, Champions League. Habt ihr diesen verfickten Move gesehen? Ich will den. Habt ihr das gesehen, dieses? Und dann mit dem Arsch wackeln. Scheiße, du kleine verfickte Mist. Guck mich nicht so an. Ich weiß nicht, was das ist. Was machst du da? Boah, war das dreckig. Ich werde das Video mit sowas von entmonetarisiert. Walla Billa sogar, das Video wird entmonetarisiert. Ich bin zu alt geworden. Ich glaube, ich bin zu alt geworden. Bruder, vor 3 Jahren haben wir noch alle zusammen gelacht, als das hier kam. Amina Cream. Oder vor 2 Jahren, ich weiß nicht. Wieso ist sowas Platz 1 in den Trends?
Ablach Belane West in YouTube. Ich hab grad meinen Lippen gebissen, ich bin... Muss ja mir Chapeau, Link ist unten in der Videobeschreibung. Fingernägel Gold, steh auf Bling Bling. Bollum, ich will deinen Schwanz nicht da raushängen sehen. Hör auf damit. Hör auf damit, bitte hör auf damit. Bruder, das Ding ist, ihr seht das gar nicht. Vielleicht seht ihr das, ich weiß nicht. Ich sehe, wie viel Arbeit hinter dem Musikvideo steckt. Das Lied an sich, es ist scheiße. Es ist fucking scheiße. Aber ich sehe, wie viel Arbeit hinter diesem Musikvideo steckt. Und das finde ich noch mehr traurig, mein Bruder. Tamam, ich sag gar nichts mehr dazu. Ich finde das einfach nur noch traurig, dass sowas überhaupt existiert. Ich habe, wie gesagt, nichts gegen Sexualitäten. Macht, was ihr wollt. Aber Bruder, das finde ich einfach nur scheiße, Bruder. Ja, wenn ich dich akzeptiere, musst du nicht in mein Gesicht hören. Weißt du was, ich meine, dein Chir wahrscheinlich so klatscht gegen mein Gesicht die ganze Zeit. Musst du nicht machen, Digga. Balla, ich kann das nicht. Ich hör auf mit dem Video, tamam? Ich hör auf mit dem Video. Ich bin heute, nachdem dieses Video online kommt, wenn ihr dieses Video in den nächsten Stunden seht, bin ich sehr wahrscheinlich gerade auf Twitch live. Ich bin um 19.30 Uhr live, hört mir erstmal zu, ich bin um 19.30 Uhr live, bis 21, 22 Uhr wahrscheinlich. Deswegen schaut bei Twitch vorbei, ganz wichtig, tamam? Ich zeige euch mal ganz kurz, was euch bei Twitch erwartet. Tamam, es geht in die Verlängerung, wie es aussieht. Oder er macht jetzt ein Tor und fickt mich behindert. Ich glaube, er macht ein Tor und fickt mich behindert. Nein. Ja, wir zocken ein bisschen FIFA, ein bisschen behinderte Sachen machen. Weekend League muss ich noch spielen, deswegen kommt darüber. Ich gehe gleich meine Augen auswaschen. Snapchat, Instagram, Twitch, ganz wichtig, mein Shop. Ja, das war's mit dem Video. Hat jemand, sieht sich. Ciao, ciao. Ich muss erstmal meinen Verlauf löschen. Mein Vater denkt ich. Tamam, okay, Hati. Warte, ich gebe euch einen Kuss. Tamam.